Moin Leute, mein Name ist Bernd Piel, Produktspezialist bei der Firma Wüstenberg für Erntetechnik in der Region Ost. Und wir wollen euch heute mal unsere Vorführmähdrescher für die Saison vorstellen. Das wären einmal der CX 8.90, CR 8.90 und CR 9.90. Wir fangen mit dem kleinsten an. Der kleinste ist ein CX 8.90, kriegt ein MacDon FD230 Schneidwerk davor gesetzt, hat eine Ultraflow-Trommel verbaut mit 750 mm Durchmesser, hat ein paar Automationen wie Opti-Speed, variable Schütterdrehzahl, Opti-Fan, variabler Wind, hat einen Motor, Cursor 9 Motor verbaut von FDP mit 460 PS. Der Korntank ist 12.500 Liter groß und ist eine 6-Schüttler-Maschine. Die Maschine hat eine 28,5 Zoll Raupe verbaut. Also beim CX 8.90, die Ultraflow-Trommel, ist eine Trommel geteilte Schlagleisten, 750 mm im Durchmesser, bewirkt eine ruhige Annahme des Ernteguts und dadurch eine Mehrleistung der Maschine, dadurch, dass der Fahrer sich mehr traut, die Geschwindigkeit nach oben zu drücken. Also der CX 8.90 ist eine Maschine, die größte Schüttlermaschine, die für mittelständische Betriebe hier genutzt wird, Milchviehbetriebe, da sie mehr auf Strohqualität legen fürs Einstreuen der Tiere. Dann kommen wir zur zweiten Maschine, ist der CR 8.90, ausgerüstet mit einem MacDon FD241 Schneidwerk, hat einen 14.500 Liter Korntank, einen Cursor 13 Motor von FDP mit 544 PS, hat je 22 Zoll Rotoren verbaut und die Maschine hat eine 24,5 Zoll Raupe verbaut. Das nächste Feature, was die Maschine hat durch den 14.500 Liter Korntank, ist eine Zuführabschaltung der Zuführschnecken im Korntank. Das heißt, wir können unser Entladerohr immer leer laufen lassen, haben kein Gewicht auf dem Rohr und können es dann einklappen. Diese Maschine ist für Betriebe so 600 Hektar, 600, 700 Hektar kann die Maschine im Jahr dreschen. Dadurch, dass das eine Rotormaschine ist, arbeiten wir mit viel besseren Kornqualitäten. Wir dreschen es schon, wir produzieren fast kein Bruchkorn. Ist für Saatzuchtbetriebe natürlich sehr relevant, da es um Keimfähigkeiten geht des Korns. So, der dritte Vorführer ist der CR 9.90, ausgestattet mit einem FD245 am MacDon-Schneidwerk. Korntankgröße ist auch 14.500 Liter. Der Motor ist auch ein Cursor 13 von FDP mit 600 PS Maxleistung. Zwei Rotoren verbaut, A 22 Zoll groß. Und das Future genauso das gleiche wie bei dem anderen. Zuführschnecken abschaltbar aus dem Korntank, bei dem großen Korntank. Dann hat er verbaut eine 34 Zoll Raupe. Die Betriebsgröße für so eine Maschine ist so um die 800, 900 Hektar. Das gleiche wie bei dem CR 8.90. Klar, schon in der Drusch. Kornqualitäten für Saatzuchtbetriebe. Optimale Maschine. In den beiden CR-Maschinen ist Intelligenz verbaut, also autonomes Einstellen. Sorgt dafür, dass wir eine sehr gute Kornqualität erreichen, wenig Bruchkorn. Die Maschine arbeitet da immer gegen an. Jo, wenn Interesse besteht, meldet euch gerne bei eurem Verkaufsberater. Und wir haben Bock und wir freuen uns, euch zu sehen diesen Sommer. Ciao!